Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Tja, lasst uns mal gemeinsam schauen, was hier gerade so losi ist. Bei deinem König, bei deiner Königin, vielleicht auch bei dir selbst. Wer weiß das schon, ne? Es ist eine allgemeine Legung, die kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Wir alle haben einen eigenen freien Willen. Eine eigene Intuition, um unser Leben wuppen zu können. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Das fängt ja schon gut an. Was darf ich heute erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich erzählen? In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen 1. Mai, den Tag der Arbeit, an all die, die jetzt noch arbeiten gehen müssen. This is for you, dass du mal ein bisschen rauskommst aus einem Hamsterrad. Vielleicht sind die Energies ja auch aktuell so, dass du aus einem Hamsterrad rauskommst. So, ach komm, ich leg jetzt einfach schon mal auf und dann mische ich nach. Ach Mensch, was haben wir hier? Wir haben die Verleugnung. Na klasse. Ey, hier ist echt ein Typ oder eine Kirsche, der oder die ganz genau weiß, dass man dich verleugnet und nicht öffentlich zu dir steht. Und er geht hier davon aus, dass du die Gründe einfach kennst. Er wird hier sein gewohntes Leben, was er sich aufgebaut hat, nicht für dich aufgeben. Und er sagt auch hier, ich weiß, das klingt hart, aber du wusstest es eben von Anfang an, worauf du dich einlässt, bla bla bla. Ich höre jetzt einfach mal auf, diese Scheiß-Energies hier noch irgendwie weiter zu lesen. Es ist eine harte Keule, die ich hier als erste Karte habe. Aber lasst uns einfach mal tiefer eintauchen, was es jetzt nun wirklich damit auf sich hat, mit dieser Meinung, die er hier ja scheinbar hat. Ja? Für einige könnte ich jetzt vielleicht schon aufhören zu legen. Ihr wisst das, dass hier nie was draus werden wird aus einer Verbindung und dass du hier verleugnet wirst. Und das könnte dir hier schon klimperklar sein, dass das lange Rede gar keinen Sinn ist. Für andere könnte jetzt natürlich auch hier eine Wunderlegung kommen, dass es sich jemand vielleicht doch noch mal anders überlegt. Und darauf möchte ich aber jetzt einfach mal tiefer eintauchen, inwiefern jetzt hier diese Legung für dich bestimmt sein soll. Und da gehen wir jetzt natürlich einfach mal ein bisschen rein, ne? Was hat denn der dir hier für einen Engel zu geben? Na, Finanzen und Karriere. Also, den geht es hier halt um die Kohle, um seine Karriere aktuell. Und naja, ach, ich habe gar keine Lust, das so weiter dir zu erklären, weil es ist wirklich lange Rede. Gar keinen Sinn. Kannst dir jetzt kein Ei drauf backen in dem Sinne. Du hast es nun mal mit jemandem zu tun, der hat seine eigene Meinung, wo du dir keine Hoffnung weitermachen brauchst. Den Engel, den er dir hier gibt, ist halt einfach, um dir nochmal zu sagen, ja, ich muss mich jetzt um meine Kohle kümmern, um meine Karriere selbst kümmern. Ich habe keine Zeit, ich habe noch Wurst im Auto, ne? Klasse. So, aber lasst uns einfach mal weiterschauen. Wenn der Typ hier noch Wurst im Auto hat und noch keine Zeit hat für dich, was ist hier trotzdem seine Message? Ich mag ja alles sein, ne? Aber der Magier. Der Magier steht auf 1. Es ist dennoch tatsächlich eine Seelenverbindung, die ihr hier habt, ne? Also das muss ich hier auch sagen. Ja? Also der Magier steht in Liebesangelegenheiten für eine Seelenverbindung. Ich will diese Legung hier heute in dem Sinne nicht schön reden, aber hier muss ja jemand auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will dir Antworten geben und einfach mal ein bisschen tiefer tauchen.
Denn er fühlt sich hier ganz schön angezogen von dir und ist auch sehr fasziniert von dir. Ja, auch wenn hier jemand gerade nicht bereit ist, hier alles hinzuschmeißen für dich. Ja, es passt irgendwo gerade zeitlich hier dann scheinbar nicht. Ja. Der Magier steht aber auch für Gelingen. Was wird denn hier gelingen? Weißt du, was wird denn hier gelingen? Die wollte sofort die Sieben der Luft. Aha. Also wird er ja doch die Pläne noch mal überdenken, die er hier, was er dir hier gerade vor den Kopf klatscht. Also hier, das ist auch irgendwie so das, was ich so ein bisschen wahrnehme. Also hier, pass mal auf, auch hier in dieser Legung. Für einige ist es wirklich harte Realität, weißt du? Mach dir das dann auch wirklich bewusst. Wenn dieser Typ nicht will, dann will er nicht. Dann lass es auch los, mein Engel. Es bringt dir nichts, jemanden hinterher zu rennen, der nicht bereit ist, seinen Scheiß zu klären und eine reife Entscheidung in deine Richtung zu treffen. Ja, dann entweder nimmst du dann eine andere Haltung zu ein und kannst wirklich aus tiefstem Herzen sagen, okay, du willst mich nicht, ich hab's kapiert, ja, und du bleibst dennoch. Ja, ganz einfach, ich weiß nicht, auf eine freundschaftliche Ebene oder ja, dass du vielleicht so straight bist und eben sagst, gut, ich habe es verstanden, aber ich gehe jetzt trotzdem nicht. Ganz einfach, weil es dir gut tut. Ja, also mache so einen Scheiß nicht, wenn es dir nicht gut tut dabei. Ja, dann bescheißt du dich selbst und das musst du nicht und sollst du nicht. Hier ist eine Situation, wo er selber gar nicht mehr weiß, ob das wirklich richtig ist, dich hier immer zu verleugnen. Ja, weil es könnte natürlich auch sein mit Finanzen und Karriere und dem Gelingen, wenn ihm das gelingt, dass er dann tatsächlich noch mal drüber nachdenkt, ob das mit euch hier vielleicht doch nicht noch hinhauen könnte. Andererseits habe ich auch hier das schlechte Timing. Es ist irgendwie so, als würde man gerne, aber der hat halt hier irgendwo seine Meinung und daran hält er einfach fest. Fühlt sich dennoch von dir mega angezogen. Und wird hier definitiv noch mal ein paar Pläne überdenken. Und wie gesagt, für die andere Kategorie ist es einfach ein beschissenes Timing, passt halt alles nicht, ne? Und die andere Seite ist eben hier, man überdenkt das Ganze noch mal. Was ist denn, wenn hier ein schlechtes Timing ist? Ja, jetzt mische ich mal für beide Kategorien. Lebenserfahrung. Dann ist das hier echt eine Sache, was dich trotzdem weiterbringt in deinem Leben. Mein Engel, es soll dich halt weiterführen mit diesen Typen, was auch immer. Es soll dich dahin bringen, dass du selbst deine Flügel ausbreitest und wahrscheinlich so, wie ich es dir erzählt habe, ne? Dass du nicht jeden Scheiß mitmachen musst, ja, und dass du dir klar werden solltest, wenn du wirklich eine feste Partnerschaft haben möchtest mit diesem Typen, dass es dann hier einfach nur ein Ja oder Nein gibt. Und eine Enthüllung könnte dir hier Veränderung geben und vielleicht auch durch das Video, wenn du das hier gerade schaust, dass du jetzt wirklich bei dir selbst schaust und sagst, weißt du was, dann fick dich ins Knie und ich breite meine Flügel jetzt aus und ich habe aus diesem Szenario gelernt. Also dann ist es trotzdem irgendwo eine Bereicherung, so einen Korb von ihm oder von ihr hier zu bekommen. Dann kriegst du ja trotzdem mega Wachstumsenergie für dich rein und vielleicht auch einfach, dass du wieder mehr zu dir stehst und auch einfach mal
Nein sagst, ja, was ist denn mit der Kategorie, wo er sich das vielleicht noch mal überdenkt? Die Balance. Also da wird es dann so sein tatsächlich, dass er dann eher in die Richtung geht von, na, ich möchte dir irgendwie einen Ausgleich geben, ne? Wie in meiner letzten Legung. Also ein bisschen was möchte ich dir hier schon geben. Und dann fängt er auch plötzlich an, tatsächlich noch mal auf den perfekten Zeitpunkt zu warten. Ja, und da ist es hier wirklich so, wenn hier wirklich noch Hoffnung bestünde, dann war es das hier in dem Sinne noch nicht. Dann kommt er plötzlich ein bisschen hier ins Rudern und macht wirklich auch Ordnung bei sich selbst. Und betrachtet das tatsächlich auch sehr objektiv mit euch, aber weißt du, in der Zeit solltest du einfach so sein, wie du bist, ne? Ob der jetzt hier will oder nicht. Und na, du solltest halt einfach so sein, wie du bist. Und wenn du stark bist und das durchhalten kannst, in dem Sinne, zieh dein Ding durch, mein Hase. Ich habe trotzdem eine komplette Message an euch alle. Wartet nicht, schaut auf euer Leben und guckt, was ihr euch Gutes geben könnt. Ja, und es wird hier so sein, dass er wirklich zukünftig, wenn du in diesem Szenario steckst, wirklich realistisch schauen möchte, inwiefern man ja doch mit dir eine gewisse Balance schaffen kann und dir nicht nur dieses Ich verleugne dich, aber ich fühle mich angezogen von dir. Ja, und im Allgemeinen sehe ich einfach dich hier als die Königin der Luft, dass du selbst für dich die Dinge realistischer einplanst und auch checkst. Ja, es kann auch wirklich sein, dass du demnächst halt wirklich einen Aha-Effekt hast, realistisch, objektiv auf diesen Mann schaust und dass dir selbst klar werden wird, dieser Typ wird sich nie für mich entscheiden. Dieser Typ, dem ist Kohle wichtig, Karriere wichtig. Ich werde bei ihm immer in der Luft hängen. Ich werde von ihm nichts weiter bekommen. Außer eben vielleicht die Anziehung, die man zueinander spürt. Hey, sei nicht traurig oder irgendwie sowas, weißt du? Sei da jetzt wirklich nicht enttäuscht oder so. Aber es ist halt das Ende einer Täuschung. Und du wirst hier demnächst auch das Bedürfnis haben nach Ausgeglichenheit. Das Bedürfnis haben, dass man mit jemandem, wenn dann maximal auf den perfekten Zeitpunkt wartet, aber eben du willst niemanden mehr haben, der dir immer wieder suggeriert, dass es ein scheiß Timing ist. Und du wirst deine Flügel ausbreiten und ja, ich sehe eher, dass du für dich in Aktion gehst und für dich die Dinge hier bereinigst, weil du das Bedürfnis haben könntest nach Ausgeglichenheit, vielleicht auch nach Kompromissen, die du suchen wirst. Aber was willst du denn immer groß für Kompromisse in so einer Angelegenheit finden? Also ich denke eher, dass du dir in der nächsten Zeit darüber klar wirst, was du für richtig hältst, was sich für dich ausgeglichen anfühlt. Ja. Ja. Und wie gesagt, er könnte hier wirklich noch mal seine Pläne überdenken. Das wäre eine Möglichkeit. Andere wissen das, ich kriege hier immer nur ein schlechtes Timing, passt halt nicht. Du wirst, das ist egal, was jetzt hier passiert in dem Sinne. So, jetzt musste ich mal kurz anhalten, kleine Pause machen und jetzt schwinge ich mich wieder hinein. Wie wird denn er jetzt auf dich nun zukommen? Welches Szenario stimmt denn hier jetzt mit dem überein?
Ich habe das Gefühl, in dieser Legung, dass du irgendwie weißt, dass du jemanden loslassen solltest, du aber das noch nicht kannst. Weißt du? Oh mein Gott. Ja, die sieben der Kelche, was habe ich denn jetzt überhaupt für eine Frage gestellt? Ach, Königin. Ja, ich musste nämlich jetzt noch mal kurz nebenbei noch mal kurz was klären. Und jetzt bin ich gerade aus dem Konzept. Naja, das sollte man halt nicht machen, ne? Aber so ist das, wenn Feiertag ist. Da, ja, ist es halt so. Ja, die Quintessenz, was jetzt nun wirklich stimmt oder was quasi nicht stimmt. Ach, mein Engel. Scheißlegung heute. Ich habe hier wieder eine Illusion, mein Schatz. Und das wird dir klar. Ja? Es ist aber auch so, weißt du, ach, du willst dir irgendwie diesen Traum pflücken und beharrlich an dieser Verwirklichung arbeiten. Was wird denn aus diesem Traum? Ich habe hier einen Traum. Ne? Und ich komme ja, ich will ja mal dahinter kommen, ob sich das jetzt hier lohnt oder nicht. Das gibt's doch nicht. Wir haben schon wieder den Page. Ich habe die Karten gemischt, habt ihr gesehen, ne? Du wirst es klären mit ihm nochmal. Zumindest hast du das Bedürfnis. Ja, das ist das, was ich hier sehe. Es kann natürlich auch, egal ob man sich hier jetzt streiten wird oder nicht, ich habe das Gefühl, dass du hier die Wahrheit erfahren möchtest. Da wollten gleich mehrere Karten fallen. Ja. Ein schmerzliches Ende. Eieieiei. Eieieiei. Also ganz ehrlich, ich habe hier so ein bitterböses Szenario. So, ja, was haben wir hier, meine Lieben? Weißt du, ganz ehrlich, wenn du hier noch mal ein Gespräch suchst, egal ob man sich jetzt streitet oder nicht, ob das Beef gibt, Kontaktabbruch, du wirst jetzt genauer hinsehen. Und dann lieber ein schmerzliches Ende in Kauf nehmen, als eine Illusion wirklich länger mitzumachen. Ja? Und danach muss ich dir wirklich gestehen, wirst du deinen Platz auch finden. Das so blöd wie es ist, aber ich habe hier auf der einen Seite das wiedergefundene Paradies, aber eben darum, weil hier jemand den gleichen Schmerz verspüren würde, wenn du gehst. Ja, also, ja. Und ich habe hier mit den Eremiten zusammen, dass das bei ihm ganz langsam entsteht. Das ist wie so ein Gift. Als würde bei ihm nichts anschlagen. Ja, als wäre alles egal und doch nicht so wichtig. Und ja, das wird aber schleichend kommen. Das Ganze, wie so durch dein Gehen, wird es so sein, dass es wirklich wie Gift durch seine Adern sprießt, läuft, wie auch immer. Ganz, ganz langsam reift da etwas in ihm. Oh, dass hier er mega traurig ist und das dann verspürt, nicht du. Klar, du auch in dem Sinne, ne? Du könntest hier wirklich ein schmerzliches Ende setzen. Und
Dir könnte es aber auch schmerzlichst bewusst werden, dass du mit ihm hier, dass es halt nicht weitergeht, Mensch. Ne? Wo wirst es realistisch für dich irgendwie, wirst du dir schon klar sein, das geht nicht weiter, aber ich möchte mich hier selbst, ich möchte meinen Platz finden. Ja, aber in der Zeit, wo du das dann tust, kommt bei ihm die Dosis Gift immer weiter in ihn selbst und er hinterfragt plötzlich die Dinge viel mehr. Schauen wir mal weiter. Der will gleich hier. Hast es mit dem König der Schwerter zu tun? Der ist echt sehr kopflastig, du. Ach, meine Fresse. Ja, da wird das kalkuliert, da wird das abgewegt. Und du könntest dann wirklich sagen, oh, leck mich am Arsch, ne? Aber wir haben, der kommt auf dich zu. Die zwei der Kelche. Also auch hier wieder in dieser Legung. Hier würde ich jemand nicht gehen lassen, aber das geht eben halt wirklich nur durch diese Dosis, die du ihm hier gefühlt wahrscheinlich verabreichst. Ja, also es ist nicht so, dass dir das wehtut oder nur wehtut. Er wird es immer mehr merken, dass ja, dass eine andere Lösung einfach her muss. Ja, also der verliebt sich hier immer mehr in dich. Der will sich dann auch wieder mit dir versöhnen. Und die zwei der Kelche steht auch für Liebe. Und das könnte sein, dass das für jemanden immer klarer dann wird zukünftig. Es ist natürlich die Märchenlegung. Ja? Für einige hört die Legung schon, wie ich es vorhin gesagt habe, auf, geh deinen Weg, lass den Scheiß los. Und für andere ist es eben wirklich hier so, dass du das Gespräch scheinbar suchst, weil du keine Illusionen mehr willst. Das könnte dir auch, ja, das Rad des Schicksals geht dann mal wieder auf ein schmerzliches Ende zu, mal wieder auf einen Cut, auf einen Abbruch. Und das ist aber gut, weil dadurch findest du deinen Platz und er findet plötzlich seinen Platz und merkt, dass es hier Liebe ist. Dass es mehr ist, ja, so ganz langsam und schleichend. Ne? Der könnte sich noch so denken, puh, ich habe es ihr ja gesagt und ich werde meinen Scheiß hier nicht aufgeben für ihn oder für sie. Habe ich alles abgeklärt, selbst dran schuld, wenn du den Spaß hier mitmachst, dann verpiss dich. Könnte er sich so denken, ne? Ja, und du verpiss dich dann halt und dann so ganz langsam. Eieieiei. Ah, oh mein Gott, jetzt muss ich sogar schon weinen, weil sie nicht mehr da ist. Oder weil er nicht mehr da ist. Warum weine ich hier? Ja, solche Dinge könnten dann plötzlich bei ihm passieren. Ja. Oh, hier geht es wirklich um Macht. Ja, hier hat jemand eine bestimmte Meinung und legt dich auch gefühlt hier an Ketten in diese Meinung, die er ja hat. Und es geht dann wieder schon so los, dass das alles wieder so gefühlte Spielchen sind. Ne? Die Liebenden sind angekettet, mehr können wir leider nicht als das. Ne? Aber du bist eben auch hier wieder die Herrscherin, mein Engel. Wenn du meine Legungen ganz dolle oft verfolgst, ich habe dich hier als die Frau der Frauen drin. Ich habe das Gefühl, dass du nicht verstehst, dass du gut genug dafür bist, dass sich jedermann für dich entscheiden sollte. Also hier reizt jemand etwas jämmerlich hinaus, obwohl du hast das gar nicht nötig, mein Engel. Du hast es echt nicht nötig. Du bist hier mega in deiner Weiblichkeit. Also ich habe hier, würden Männer auf dich fliegen, das glaubst du gar nicht. Nee, du glaubst es auch nicht, ne? Du hängst halt an diesem Mann fest, ja? Es muss halt der sein, ja? Aber du hättest mehr Möglichkeiten. Also du musst es echt nicht mitmachen hier. Was wirst du denn tun, meine liebe Herrscherin? Was wirst du denn tun, wenn hier jemand wieder
diese Verstrickungen möchte, ha, schau dir das mal an. Also Inge, ich kann es dir nur so sagen. Du sollst da erstmal daran glauben, dass du hier das Sternchen bist, weil das steht, du sollst einfach an eine lange Verbindung glauben, an eine Verbindung voller Zuversicht, eine Verbindung, die Zukunft hat, ja, und das solltest du dir klar machen, dass du ja genau das zu bieten hast, als hier so ein jemanden an der Backe, der ja an dir kosten möchte ich schon, aber dich hier ganz haben, auch dazu bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul, um mein Leben umzuschmeißen, ne? Weil das hier ist die glückliche Verbindung voller Zukunft und die hast du auf Tasche, das hast du zu geben. Und da soll er sich erstmal umgucken, ob du diesen Typen überhaupt willst, ob er dir diese glückliche Verbindung voller Zukunft überhaupt geben kann. Schau auf dich und nicht auf ihn. Und es könnte sein, dass das ihm hier immer mehr klar wird, wenn du hier tatsächlich noch mal Tabula Rasa machst und sagst, nein, dann Tschüssikowski. Der Stern ist eine Glückskarte, die direkt neben dir liegt. Und es ist tatsächlich so, dass du diesen Typen hier echt auf lange Sicht wahrscheinlich noch in eine feste Partnerschaft ziehen kannst. Sofern du das noch möchtest. Das liegt dann an dir, ob du das dann noch möchtest. Ja. Und ich habe auch, dass du auch so ein mega Vertrauen hast in die kosmische Ordnung, vielleicht das, du zu geben hast und so weiter, dass das definitiv auch hier Karma beinhaltet. Also es ist irgendwie so. Du wirst ja scheinbar irgendeine Verstrickung noch länger mitmachen, aber im Endeffekt bist du hier trotzdem die One and Only. Also das solltest du dir hier klar machen. Ich habe hier eine Verbindung. Das ist jetzt Märchenlegung. Das wird nicht auf jeden zutreffen. Klimper klar. Aber ich habe hier etwas, wenn du wirklich lange durchhältst und straight bist für dich. Dann sehe ich hier auf lange Sicht, dass du mit dem hier sogar noch in eine feste Partnerschaft gehen kannst. Aber mache dich auf mögliche Differenzen, Konflikte, Missverständnisse, mache dich darüber bewusst, dass das hier kein Zuckerschlecken werden wird. Aber ich habe auf lange Sicht bist du es einfach und er wird es erkennen. Aber hier gibt es wirklich noch viele Turbulenzen, Differenzen, Steine, die einen in den Weg gelegt werden. Ja, also das ist hier so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Was haben wir denn hier auf der Herrscherin? Dann nach diesem ganzen Kladderadatsch. Befreie dich. Ja, ich sag's dir, mein Engel, wirklich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Das, was hier mit jemandem passiert, mit einem bestimmten Mann hier, den du im Petto hast, dir wird alles klar werden, wenn du einfach dein eigenes Leben wieder in die Hand nimmst. Ja, mir tut schon leid, ne? Weil du hier scheinbar nicht erkennst, was für eine tolle Person du hier einfach bist. Und dass du die Ketten hier auch sprengen kannst. Du musst es nicht mitmachen hier. Für einen Mann, der sich nicht für dich entscheiden wird. Zumindest sieht es so aus. Aber zukünftig hat das hier tatsächlich noch Potenzial, ja. Aber es geht eben darum, willst du das hier wirklich mitmachen? Weißt du? Was habe ich hier noch für meine Lieben? Bedenke, wo du stehst. Engel, was soll ich dir sagen? Du bist aufgefordert, einmal genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Tja, bedenke, wo du stehst. Wie ernst meinst du es hier mit diesem Mann? Wirklich.
Oder eben, wie ernst meint er es hier wirklich mit dir? Weißt du, was bekommst du hier für ein Gefühl bei ihm, bei ihr? Und bedenke, wo du stehst. Und schau dir das an, die Liebe hält durch. Die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist voller Hoffnung und jeder Situation gewachsen. Das ist wahrscheinlich, was du hier durchziehst, mein Engel. Du wirst es hier alles mitmachen und am Ende, du würdest alles für den machen. Aber du sollst dich dabei nicht verlieren, mein Hase. Und irgendwie glaube ich auch sogar, dass du dich dabei auch wirklich nicht verlieren wirst, weil ich dich hier als Herrscherin habe. Aber ich soll dich heute noch mal wahrscheinlich daran erinnern, dass du dein Leben, ich weiß nicht, ach, wie soll ich das sagen? Schau auf dich. Hör auf das, was dir wirklich gut tut. Ich nehme mal jetzt hier noch eine Big Arcana. Eine Very Big Arcana. Und da haben wir die Hohepriesterin. Du lauschst auf deine Intuition. Du sollst in dieser Legung auf deine Intuition hören. Eine leise Stimme. Nicht die Stimme der Angst. Nicht die Stimme der Zweifel, irgendeine leise Stimme wird dir sagen, wie du weiter vorzugehen hast in dieser Situation. Also du könntest auch ein mega Feingespür haben und die Hohepriesterin steht auch für Geduld. Also das heißt wirklich, hier solltest du tatsächlich, nicht jeder, ja, bitte macht euch das bewusst, aber hier spielt der Faktor Geduld eine mega große Rolle und du hast hier auch ein Feingespür. Also du, irgendeine Stimme in dir wird dir sagen, wie du weitermachen sollst, ja. Also ich habe auch hier habe ich die Seelenverwandtschaft, ja, und ich habe auch, dass du tatsächlich vielleicht sogar ihm gegenüber fürsorglich bleibst, aber du fängst an, alles zu verstehen. Ich habe dich hier auf einer höheren Ebene als das, was dir das Universum hier gerade hinschmeißt mit diesem Mann. Irgendetwas verstehst du viel besser, vielleicht auch dich selbst. Ich habe das Gefühl, dass du sogar loslassen wirst. Ganz einfach, weil du bei dir selbst ankommst. Und dadurch entwickelt sich hier auch noch ein bisschen mehr zwischen ihm und dir. Aber irgendwie sollst du hier auf deine innere Stimme wirklich hören. Bis wann tut dir diese Sache gut? Ziehst du es durch? Wie lange machst du es mit? Ab wann solltest du wirklich zu dir stehen? Wie lange? Ab wann tut's weh? Sprichst du auch wirklich dann, wenn du sprechen solltest? Ja, all solche Dinge. Aber was ich habe, vertraue auf deine innere Stimme und die wird dir hier weiterhin den Weg leiten. Und ich habe ja hier sowieso noch ein paar Kartenlegungen für euch, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet und die Glocke aktiviert, so kriegt ihr dann immer von YouTube eine Message, dass ich ein Video hochgeladen habe. Was haben wir hier? Na, schau dir das mal an. Also der verehrt dich hier schon jämmerlich heimlich. Hier die Hohepriesterin auch für das Geheimnisvolle, das Unausgesprochene. Also hier ist ein heimlich, also das macht man halt alles so hinter verschlossenen Türen, ne? Ja, aber es ist ja auf jeden Fall Liebe. Und ich habe ja auch gesagt, er wird sich hier irgendwie immer mehr in dich verlieben. Ich habe romantische, ja, da kommt es hin.
aber eben so im Verborgenen alles, ne? Alles so hintenrum. Aber ich kann dir hier auch trotzdem sagen, dass es so weit kommen wird, dass du mehr geliebt wirst, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Ja, und darauf wird er eben immer mehr kommen. Und ich weiß nicht, inwiefern er dann auch wirklich vorhat zu handeln, außer dass er hier definitiv sich mit dir wieder versöhnen möchte und dann eben immer mehr die Dosis spürt, die Dosis Vermissen, die Dosis Sehnsucht spürt, wenn du zu dir stehst, ja. Ja, der Schlüssel. Das ist sozusagen noch, ja, schicksalhaft. Das ist echt eine Sache. Wir haben ja hier schon das Rad des Schicksals. Das ist auf jeden Fall eine Bestimmung. Es ist Bestimmung, dass es Liebe ist. Oder sein wird. Also auf jeden Fall kann es tatsächlich so sein, dass du so einen Mega-Glauben hast an diese Verbindung, dass dir dieser Glaube sogar viel Sicherheit gibt und dich da auch so richtig, ich sag mal, weißt du, gefühlt würden andere hier krachen gehen an dieser Verbindung, aber du hast etwas, an was du glaubst, an etwas Höheres. Und das ist das, was dir Sicherheit geben wird. Und ich habe hier auch einen Zugriff auf das Karma. Also tatsächlich wird es so sein, dass du dir sicher bist über die Gesetzmäßigkeiten des Universums, also das, was du gibst, bekommst du irgendwo wieder zurück. Und hier ist es so, dass dich jemand tatsächlich zurücklieben wird. Was nicht immer gleich Karma betreffen soll, sondern es muss nicht immer den gleichen Typen hier betreffen, ne? Sondern dann kommt jemand anderes, der dich lieben wird, ne? Aber hier wird es so sein, dass dich jemand zurückliebt und dass das Schicksal plötzlich Sicherheiten bietet. Ja, und da habe ich die Eulen und die Sonne. Ja, also da gibt es erfolgreiche Gespräche habe ich hier. Ja, was. Ja, also auch hier wieder eine offene Kommunikation. Punkt. Also pass auf, ich sehe das so, wenn du wirklich so viel Geduld hast und den Glauben daran. Ich habe hier eine Frau, die an eine Verbindung so mega glaubt. Und die es tatsächlich wirklich alleine durch den Glauben, durch die Liebe und das, was sie zu geben hat. Und irgendeine innere Stimme sagt dir die ganze Zeit, da mag sein, dass der jetzt aktuell noch so tickt, aber ich glaube fest daran, dass das Karma für mich spielen wird. Es heißt nicht, dass ich hier eine Frau habe, die manipulativ ist oder irgendwas. Das sehe ich hier in dem Sinne nicht. Es ist nur. Ich weiß nicht, ob du so gut manifestieren kannst, keine Ahnung, aber scheinbar kann das hier jemand. Und da wird es wirklich, die Zeit wird hier eine Mega-Rolle spielen, dass es sich hier jemand tatsächlich nochmal anders überlegen wird. Ja, also es geht hier viel im Verborgenen ab, aber ich kann dir sagen, dass es hier Liebe ist. Und ich soll dir sagen, vergiss nicht, wo du stehst, ja. Nimm auch die Kontrolle über dein Leben hier irgendwo an. Und ich sehe trotzdem, dass du das tatsächlich auch machen wirst. Und plötzlich wird so ein unsicheres Schicksal immer sicherer. Ja.
Also du wirst fester im Sattel sitzen, was diesen Typ hier betrifft. Ihr werdet euch versöhnen, ihr werdet auch zusammenbleiben. Aber ich glaube, auch hier in dieser Legung könnte es hier noch mal so richtig krachen und dann kommt die Dosis Liebe hier bei ihm irgendwo auch hoch. Egal was es ist, hör auf deine Intuition. Eine leise Stimme in dir spricht zu dir, wie du weiter fortfahren solltest hier in dieser Situation. Ja. Ja, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviert die Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.